auch zwei Jahre geplant und zwei Jahre immer deine YouTube, dich ja, verfolgt. Ja. Und alle, ja, das ist im Prinzip fast dein Ebenbild. Richtige Videostalker. Und sind dir natürlich dankbar durch deine Tipps. Da hast du alles gut. Ja, ich habe vieles umgesetzt von dir. Mhm. Ja, und wir haben schon gesagt, wir freuen uns, dass wir dich dieses Jahr beim Treffen sehen werden. Und jetzt guck hier um die Ecke. Ich sage, Schatz, guck mal, wer da halt rumschleicht. Ich grüße euch alle ganz herzlich und sage wie immer, hallo liebe campingbegeisterten Zuschauer. Das ja nicht deutschlandweit, sondern europaweit größte Adria Vancamp 2024 steht nun unmittelbar bevor in Vöhl auf dem Campingplatz Teichmann. Dazu sage ich hier in diesem Video auch noch einige Sätze für euch. Nur als Info für alle, die wissen möchten, wo bin ich, wo sind die anderen Adrianer, was ist geschehen, was ist los. Wir haben ja ein Adrianer-Freunde-Treffen in Hammelburg gehabt, wo ich auch daran teilnehmen durfte. Und da waren wir von letzte Woche Donnerstag, einige waren schon vorher da, Mittwoch, bis heute Montag und sind jetzt weitergefahren und haben uns ein bisschen verteilt. Einige sind nach Hause, andere wollen noch Städte angucken, andere wollen noch dies oder jenes machen. Aber so einige Adrianer sind jetzt schon Richtung Vöhl gefahren und wir sind am Edersee auf einem Stellplatz, ich glaube Stellplatz Alm heißt er. Und hier bleiben wir jetzt erstmal so ein paar Tage und dann geht es weiter nach Vöhl auf den Campingplatz Teichmann. Da stehen sie. Adria an Adria. Ja, hier ist es auch sehr schön, muss man sagen. Wir können direkt runter gucken auf den Edersee. Was zahlt man hier? 19 Euro die Nacht. Finde ich persönlich gerade noch so okay, dafür, dass man auch auf den See gucken kann. Ja, dann haben wir ja auch schon Adrianer, die da sind. Die waren gar nicht in Hammelburg, sondern die sind auch schon hier, weil sie sich aufhalten, bis Vöhl beginnt. Da ist der Strompeter, den kennt ihr ja auch noch. Adriana-Gespräche schon hier, wie in Vöhl dann. Ja, und so reihen sich hier Adria an Adria. Alle möglichen, die in Hammelburg waren, sind auch mit hier. Dirk. Da unten stehen auch noch ein paar Adrias. Auch Unbekannte, die ich auch selber noch nie gesehen habe, die man hier aus Zufall getroffen hat am Edersee, weil einige können es nicht abwarten und fahren jetzt schon hier in die Gegend. Und wie gesagt, Adria Vancamp ist ja eigentlich von Freitag bis Sonntag nur. Ja, so, dann wollte ich euch mal zeigen, was er hier hat. Das ist ein Adrianer, der hat sich hier einen Goldschmidt Luftfahrwerk einbauen lassen und ihr seht schon, ich filme die Vorderachse. Der hat tatsächlich an allen vier Rädern auf beiden Achsen hier eine komplett Luftfederung. Das heißt, der kann sein Fahrzeug an allen vier Rädern hoch und runter pumpen. Und guck mal, wie hoch hier. 20 cm hat er hier mal eben hochgepumpt. Er braucht nie wieder irgendwelche Rampen, wo er rauffährt oder E-Muck Luftkissen oder sonst was. Ja, habe ich gefragt, was kostet das? 8000 Euro muss man mit rechnen für ein komplettes Luftfahrwerk, was komplett hinten und vorne. Hat natürlich seinen stolzen Preis, aber ist mega geil. Die meisten haben ja nur hinten Luftfahrwerk, teilweise für schmales Geld. Aber von Goldschmidt gibt es auch so eine Nummer mit ringsrum, alle vier Räder. Also wenn man es hat, dann kann man nur sagen, Hammer, Hammer, Hammer. Für ihn haben sich die 8000 Euro gelohnt. Also krass, der kommt sehr hoch, der Wagen. Das wollte ich euch halt nur mal so gezeigt haben. Ja, dann wollte ich doch noch was euch noch zu Hammelburg sagen, dieses private Adria-Freunde-Camp, wo ich ja auch dran teilnehmen durfte, hat mir sehr gefallen, hat Spaß gemacht. Danke an alle, die auch da waren, dass ich auch dabei sein durfte. Oh, die können ja auch alle bechern. Also ich bin ja nicht so der Alkoholtrinker, ich trinke nur Bier, mehr nicht. Aber so kurze wegziehen und so, nee, da bin ich raus, das mache ich nicht. Aber das ist ja auch ein Gefühl auf dem Adria-Vancamp so, da gibt es ja auch... Da gibt es ja dann auch andere, nicht nur die Adria-Freunde, die sich in Hammelburg getroffen haben, sondern auch andere Adrianer, die richtig trinkfest sind. Und da muss ich dann sagen, nee, da kann ich nicht. Ich krieg Kopf von sowas, ich trinke mal ein paar Bier und dann bin ich glücklich, mehr brauche ich nicht. Also bitte ich euch auch in Vöhl, mir gar nicht erst irgendwelche Schnäpse anzubieten, ich trinke das sowieso nicht. So.
Kann ja jeder natürlich machen, wie er will, aber ich halt nicht so. Wollte ich nur mal euch gesagt haben, dass wir eine sehr schöne Zeit hatten in Hammelburg. Und jetzt, was ich euch zu Phil sagen wollte. Filmtechnisch laufe ich da nicht mehr rum wie so ein Affe, wie in den letzten Jahren, wo ich da einfach jeden und alles filme und da einfach frei rumrenne und versuche, Szenen einzufangen und Adriana anbettele, kann ich mal filmen und ha und hu. Ich mache das einfach nicht mehr, weil da hat nicht jeder Bock drauf. Aber die, die Bock drauf haben, die bitte ich, sprecht mich an. Gibt es immer wieder mal, dass automatisch Adriana sagen, ich will gerne, dass du mein Auto mal filmst oder mich filmst oder dass ich was sagen darf oder was zeigen darf. Und dann filme ich natürlich liebend gerne. Alles, was ihr möchtet, filme ich. Nur ich selber initiiere das nicht mehr, dass ich euch anspreche und frage, kann ich mal filmen. Das möchte ich ganz, ganz dringend betonen, weil es gibt ja genug, die wollen einfach nicht gefilmt werden und die sind schon genervt, wenn ich einfach nur diese Frage stelle, kann ich mal filmen. Ja, aber in Hammelburg habe ich ja auch ein bisschen rumgefilmt, habt ihr ja gesehen, das letzte Video. Nee, das letzte war ja das Waschmaschinenvideo. Also ich freue mich riesig auf Föhl, was kann ich euch noch sagen? Programmtechnisch gibt es da herzlich wenig bis gar nichts. Es geht hauptsächlich um Gemeinschaft, um Austausch und vor allem um Bereicherung gegenseitig. Was hast du eingebaut bei dir, was kann ich verändern? Oder auch, was kann ich kaufen, was kann ich abkaufen oder verkaufen? Viele bringen Sachen mit, die sie nicht mehr brauchen. Und viele sind auf der Suche nach Sachen. Also, ich will nicht sagen Flohmarkt, in dem Sinne hatten wir ja mal gehabt, sondern spontan ergibt sich das. Also, auch alle, die auf Facebook sind, sehen das ja sowieso. Da gibt es ja diese Atria Van Camp Austauschgruppe. Und da haben Adriana, die was anbieten, ja auch schon reingeschrieben. Ich kann das mitbringen, wenn einer Interesse hat. Nur als Beispiel, wenn jemand irgendwelche Matratzen verkaufen will oder ein riesiges Vorzelt oder so und das nicht mitschleppen will, weil er nicht weiß, ob was los wird, dann hat er das halt vorher schon auf Facebook mal angefragt, ob es überhaupt einer haben will. Aber wenn ihr so kleinere Teile habt oder auch bereit seid, größere Teile mitzunehmen, ohne zu wissen, dass ihr einer abnimmt, bringt alles mit und versucht es an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, ihr seht, ich bin auch ein bisschen erschöpft. Hammelburg war anstrengend. Das liegt aber an meiner eigenen Person. Ich bin dafür nicht so gebaut, wie andere das können. Andere können von morgens bis abends Action und Gespräche führen und 6 Stunden schlafen, aufstehen und wieder von vorne und nebenbei noch Alkohol und so. Ich kann das nicht. Ich brauche meine Ruhephasen. Ich kann mich nur mal kurz unterhalten, dann muss ich mich wieder entspannen. Und wenn ich Alkohol trinke, ist meine Leistungsfähigkeit noch geringer. Also, ich will mich bei euch nicht ausholen. Ich wollte nur sagen, dass ich immer wieder staune, dass andere mehr Kraft haben als ich. Vielleicht werde ich auch älter. Bin jetzt 42, ist eigentlich noch kein Alter. Aber auf jeden Fall habe ich nicht mehr so viel Energie und will auch keine Kreislaufprobleme kriegen. Ich habe aber auch schon dazugelernt, ich trinke viel Wasser. Ich versuche abzuschalten und wenn ich merke, es wird mir jetzt zu viel, dann gehe ich. Dann ziehe ich mich zurück, gehe einfach mal ins Fahrzeug oder gehe irgendwo spazieren. Das mache ich in Föhl auch. Und wenn ich merke, ich habe jetzt wieder Power, dann gehe ich wieder in die Masse und unterhalte mich hier und da und ruckzuck sind wieder 1, 2, 3 Stunden rum und dann merke ich wieder, oh, die Energie geht runter. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Es gibt Menschen, denen geht es auch so. Die sind total platt, wenn die sich länger unterhalten mit jemandem. Wenn ihr auch schon unterwegs seid, seid vorsichtig. Die ersten Adrianer haben ihre Autos schon kaputt gefahren, habe ich mitbekommen. Also immer schon vorsichtig. Die Autobahnen sind mittlerweile Monsterstrecken geworden. Von Hammelburg hier hoch habe ich auch gemerkt, Alter, ey. Nicht mehr normal, wie die Bekloppten. Und in Baustellen überhole ich auch nicht mehr, habe ich früher gemacht. Jetzt rechte Spur hinterm LKW. Und wenn die Baustelle 10 Kilometer geht, ich fahre nicht mehr auf der Überholspur, mache ich nicht mehr, ist mir auch zu gefährlich. Dafür ist mir das Auto viel zu schade. Heute Abend grillen die Adriana, da freue ich mich auch drauf. Kamera bleibt dann natürlich aus, weil Privatsphäre möchte auch hier der ein oder andere gerne gewahrt haben. Ja, ich habe jetzt hier gerade noch einen Spaziergang gemacht auf diesem Terrassenstellplatz am Edersee, wo wir hier sind, vor Föhl. Und da habe ich noch den ein oder anderen Adriana getroffen, auch gerade noch welche, die seit 2020 schon dabei sind, in Rinteln, bei dem ersten Treffen waren die. Und die wollten natürlich auch nicht gefilmt werden und die haben aber ganz ehrlich zugegeben, ja, wir haben deine Videos immer gerne geguckt. Und auf dem Van Camp in Föhl, die Camps, die all die Jahre hatten, da konnte die Frau nicht mit von ihm und die war immer dankbar, das Video zu sehen, was ich dann hochgeladen habe von dem Camp und wusste schon mehr als ihr eigener Mann, der auf dem Camp noch gar nicht wusste, was ich da rumgefilmt habe. Das war eine tolle Ermutigung, damit ich weiß, die Leute wollen ja, dass ich filme, aber
Also der Zwiespalt ist halt, wenn man selber nicht gefilmt werden will, aber trotzdem YouTube sehen will, dann... Ihr wisst, was ich meine. Ne? Kann ich aber auch verstehen, wenn man nicht gefilmt werden will. Ja, da ist noch einer. Weiß nicht, ob ich kurz rüberkommen darf. Nein, na klar. Nur so eine kleine Sekunde, ganz spontan. Das weiß ich ja nicht. Ja. Du bist der Grund, warum das, das gibt und warum wir hier sind. Und ja. Wir sehen uns auch zum Treffen. Cool. Hallo. Toll, dass, hallo, dass ich euch spontan eine Sekunde filmen darf. Wir haben uns, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ne? Nein, noch nie. Ja. Wir kommen heute, dieses Jahr das erste Mal zu dir. Cool. Also wegen dem Treffen auch. Ja, von Berlin, ne? Die Ecke. Ja. Oh, natürlich auch eine ganze Ecke, weit weg, ja, ne? Weite Anreise. Ja, ja. Ich habe 2 Jahre geplant und 2 Jahre immer deine YouTube, dich verfolgt. Ja. Und alle, ja, das ist im Prinzip fast dein Ebenbild. Richtige Videostalker. Und sind dir natürlich dankbar durch deine Tipps. Da hast du alles gut. Ja. Ich habe vieles umgesetzt von dir. Mhm. Ja, und wir haben schon gesagt, wir freuen uns, dass wir dich dieses Jahr beim Treffen sehen werden. Und jetzt guck hier um die Ecke. Ich sage, Schatz, guck mal, wer da halt rumschleicht. Ja, ich staune auch, wer alles hier auf diesem Campingplatz ist. Wahrscheinlich sind auf den anderen Plätzen hier rund um Vöhl auch noch andere, die alle schon vorher gekommen sind und nicht erst. Und auch schon vor Freitag wollen einige hier auch schon übersetzen zum Platz Teichmann. Ne? Mhm. Ja, das ist toll. Auch ich habe gerade mit mir selber hier geredet und den Zuschauern, die zugucken, wo ich meinte, es will ja auch nicht jeder gefilmt werden und dass ich diesmal in Vöhl auch nur die Leute filme, die mich ansprechen. Hast du gesagt. Genau, und ich nicht selber zu jedem hinrenne. Ja. Weil, aber YouTube gucken wollen sie trotzdem alle. Also auch alle, die nicht gefilmt werden. Ja, natürlich, die Kleinstalker. Aber uns ist das wurscht, weil wir sind so dankbar. Und wir wussten ja nicht, dass wir haben gehofft, dass wir uns sehen, weißt du? Ja. Aber es sind ja so viele, wir wussten ja gar nicht, ob wir uns dann sehen, ne? Und ja, jetzt stehst du hier, möchtest du was trinken? Ich mache jetzt auf jeden Fall gleich erstmal die Kamera aus. Auf jeden Fall werden wir uns hier ja auch sogar mehrere Tage sehen, weil ich jetzt hier auch mehrere Tage bleibe, bevor wir weiterfahren. Diese Truppe aus Hammelburg ist da oben. Also vielleicht habt ihr gesehen im vorletzten Video, genau, diese Adria-Freunde da, die sich da in Hammelburg getroffen haben. Ja, aber bevor ich die Kamera ausmache, wollte ich nur fragen, wann habt ihr euer Fahrzeug gekriegt? Wisst ihr das noch? Ja, das wissen wir noch. Letztes Jahr Dezember. Oh, und habt ihr den konfiguriert, bestellt? Ja, genau so, wie wir ihn haben wollten. Jetzt ist sehr interessant zu wissen, wie lange habt ihr gewartet? Fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Ja. Und ihr seid nicht abgesprungen? Nee. Wir haben gesagt, wenn wir schon mal wollen, dann will ich den so haben, wie ich ihn konfiguriert habe. Und da hätte ich auch noch länger gewartet, weil wenn ich so viel anfasse, dann soll es auch das sein, so wie wir uns das vorstellen. Ja, finde ich toll, weil das ist das, was viele ermutigt. Ihr seid welche, ihr habt Ausdauer gehabt. Ja. Es gibt etliche, die haben sich ab 1 Jahr gesagt, ich springe wieder ab, ich suche mir irgendwo einen Vorläufer oder so, der schon da ist. Und man muss bei Händlern teilweise Strafgebühr bezahlen, habe ich von denen erfahren. Man unterschreibt bei der Bestellung schon 3.000 Euro, wenn du wieder abspringst, musst du zahlen und so. Also ihr habt es aber durchgezogen, ihr habt gewartet. Hat sich dann auch für euch gelohnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sitzen hier, und wir haben eben wieder gesagt, ey Hexe, hast du gesagt, ne? Wir haben alles richtig gemacht. Musstet ihr noch einen Aufpreis bezahlen, weil die teurer geworden sind? Oder habt ihr den Preis von vor 2 Jahren dann natürlich gekriegt? Nein, wir haben einen kleinen Prozentsatz war dazu, geworden. Aber war nicht so viel. Ja. Aber es war eben was dazu. Mhm. Willst du was trinken? Ja, ich mache die Kamera jetzt aus. Ja. Wollte natürlich nur die letzte Frage, nur wenn ich sie fragen darf. Was habt ihr bezahlt für euren SGX? So wie er hier steht. So wie er da steht. Mit ein bisschen Ausstattung hat er ja auch noch. Naja, so, ne? Also ich habe viel konfiguriert. Also, aber der Grundpreis, mit dem wir ihn vom Händler geholt haben, waren 86.000 Euro. Danke für diese ehrliche Summe, die hier mal gefallen ist. Bei weitem nicht mit dem, was ich noch verändert habe. Ja. Und vor allen Dingen, du weißt ja selber, was so eine Ausstellung innen alles kostet, ne? Ja, genau. Ja, angefangen von Silvi, wenn man das vernünftig haben will. Mhm. Naja. Ich danke euch so sehr. Ich mache die Kamera jetzt hier, diese Szene mache ich jetzt aus. Ich danke den beiden so sehr, dass wir sowas mal hier einfangen konnten. Denn alle, die das 20er Modell oder das 21er Modell haben, die brauchen sich mal nicht beschweren. Oh, ich habe aber viel Geld bezahlt, ne? Weil wir haben immer wieder Adriana, 60.000, 70.000 Euro, Mann, viel zu viel für die Bude
und ist ja nur ein Kastenwagen und ist voll die schlechte Qualität und dann so viel Euro dafür. Hier, ne? Ja. Das geht auf 90.000 Euro, wenn man so ein Ding heute haben will. Und ich habe schon Adriana kennengelernt, die haben gesagt, echt gesagt, wir haben 100.000 Euro hochkonfiguriert, weil alles teurer geworden ist. Also vielen Dank dafür. Kamera aus, danke für diese Szene. Und wir sehen uns in Fühl ja sowieso. Und jetzt, jetzt hier auch nochmal ohne Kamera unterhalten wir uns weiter. So, liebe neue Adriana, was war das denn? Die sind ja wirklich toll. Da bin ich gerade richtig lange noch hängen geblieben und habe mich lange mit denen unterhalten. Und die haben mir da noch ein Bier angeboten, haben mir noch sogar noch Bier mitgegeben, Berliner Kindl. Also wirklich so toll. Ich habe genug Bier an Bord, aber dieses Bier gibt es halt nur in Berlin. Und also so toll. Er hat mir dann auch verraten, was die Kiste mit Vollausstattung gekostet hat. Noch mehr. Also der hat aber auch wirklich schöne Sachen noch drinne und dran. Allein die Felgen draußen und. Ja, da landest du dann mal bei 105.000 Euro, wenn ich das erwähnen darf. Weil noch Klesana-Toilette drinne und. Also ich werde den auch nochmal filmen dürfen. Spätestens auf dem Adria-Event-Camp, da kommen die auch hin. Da darf ich nochmal von innen filmen. Da könnt ihr mal sehen, wie sieht denn ein Fahrzeug aus, was heute ausgeliefert wird. Also der ist jetzt Dezember, hat er, glaube ich, gesagt, letzten Jahres ausgeliefert worden. Halbes Jahr frisch mit allem Pipapo. Der neue Ducato 8, noch mit dem Automatik-9-Gang-Wandlergetriebe. Das gibt es ja nicht mehr. Liebe Adriana, falls ihr das nicht wisst, es gibt ja noch nicht mal das wunderbare 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, das gute alte bewährte, was so toll ist, was ich ja auch habe, was es im 20er-Modell erstmals gab. Und also dieses Fahrzeug kann sich echt sehen lassen. Und diese Adriana erstmal, super nett. Danke. Danke, dass ich bei euch sein konnte, euch mal kurz filmen konnte. Und ich wiederhole jetzt am Ende von dieser Szene nochmal, für alle, die in Föhl sind, kommt auf mich zu. Wenn auch ihr offen seid und sagt, Wohnben, Mirko, komm mal, wir wollen mal kurz quatschen und filmen mal kurz eine Szene. Ich freue mich immer, wenn ich was einfangen darf. Ich filme auch gerne mal nur euer Auto ohne euch, wenn ihr sagt, ich will nicht raufkommen. Ich kann das komplett verstehen, wenn man sagt, ich selber will nicht mit meinem Gesicht auf YouTube sein, aber filme trotzdem, was ich hinten bei mir in der Heckgarage reingebaut habe. Dann filme ich nur den Ausbau, was du da reingebaut hast und nicht dich selbst. Ja, ich gehe jetzt wieder hoch. Wir wollen noch grillen. So viel erstmal zu dieser Szene. Aber so, liebe Adriana, völlig spontan eben unten kennengelernt. Richtig klasse. Das sind zwei ganz feine Adriana, muss man mal sagen. Danke, dass ich euch filmen konnte.